Wenn alles sowieso vergehen muss, sind dann die nicht verrückt, die etwas festhalten wollen, etwas Immerwährendes, Ewiges? Oder ist es umgekehrt, will man etwas festhalten, weil alles vergehen muss? Aber sind nicht die anderen, die Lebendigen, Leibendigen, die doch wissen, dass alles vergehen muss, nicht ebenso verrückt, wenn sie dennoch immer wieder Körper schaffen, die ja auch von Anfang an wissen, dass sie wieder vergehen werden müssen? Das Ganze ist so einfach nicht. Gäbe es nicht das Vergehen, könnte es gar nicht das Werden geben. Demokrit sagt, es könnte keine Bewegung geben, wenn der Raum nicht leer wäre und wenn das Reale nicht aus Teilchen bestünde, die sich gegeneinander bewegen könnten, wenn es ein ganzes, geschlossenes, unversehrbares wäre, könnte sich nichts bewegen. Aber das ist es nicht, was wir meinen. Stellen Sie sich vor, man hat mal ausgerechnet, dass heute 7 Milliarden Menschen auf der Erde leben, die alle mit großer Sicherheit in 100 Jahren den Weg alles Vergänglichen gegangen sein werden. Aber das sind so viele, dass dies die Summe all der Menschenwesen aller Zeiten davor insgesamt übersteigt. In diesen 100 Jahren ist die Menschheit also mehr an Einzelpartikeln gewesen als alle Zeiten zuvor allesamt. Wenn aber jetzt nichts vergehen würde, dann könnten Sie sich vorstellen, dass wir dann 14 Milliarden wären. Und man weiß, was in einer Petrischale passiert, die genügend Futter hat. Als Kind hat mich schon immer fasziniert. Irgendeine Rechnung, wenn man ein Bakterium nimmt, das sich alle 20 Minuten vermehrt, und gäbe ihm genug Futter, dann wäre ich, glaube ich, nach einer Woche oder 14 Tagen die ganze Erde mit einem Rasen von Bakterien mit 8 Metern Schichtdicke bedeckt. Also Vergehen ist die Voraussetzung für Werden, vor allem für allzu übererfolgreiche Wesen, die, wenn sie ewig leben würden, sich erdrücken würden im Biotop. Und umgekehrt ist Werden ja auch nichts anderes, als nochmal kurz, bevor man vergangen sein wird, die Zeitspanne auszudehnen, diese ephemeren Momente. Denn wenn sowieso alles vergehen muss, hat man nichts zu verlieren, kann man das, was im Augenblick passiert, ja so nehmen, wie es ist, so jedenfalls sagen die Immanenz Augenblicklichen. Also wäre man nicht verrückt, umgekehrtermaßen, weil alles vergehen muss, schnell nochmal alles, das sich reinzuziehen und was einem Tüche oder Ananke oder Dike vom Tisch hat fallen lassen, als Brosamen des genüsslichen Daseins, warum dies nicht mitnehmen in Entledigung jeder Verantwortlichkeit, denn was soll's, alles wird ja sowieso vergehen, und weil es vergeht, sagen wir, dann essen wir heute so, als ob wir morgen nicht mehr leben würden, und wir bauen so, als ob wir in 1000 Jahren immer noch leben könnten.